Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Sonderermittler sieht Behördenversagen. Kaufvertrag für Air Berlin unterschrieben. Und das Wetter Sonne pur und Werte über 20 Grad. Ein schönes Wochenende erwartet uns. Mehr zu den genauen Aussichten am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 12. Oktober. Fast ein Jahr nach dem schrecklichen Terroranschlag vom Breitscheidplatz, bei dem 12 Menschen ihr Leben verloren, hat Berlins Sonderermittler Bruno Joost eine ernüchternde Bilanz gezogen. Er war vom Innensenator eingesetzt worden, um behördliche Fehler in der Sache aufzudecken. Bereits vor Wochen machte er offenbar eine polizeiliche Vertuschungsaktion des LKA öffentlich, wonach Amri durchaus hätte früher abgeschoben werden können und somit der Anschlag verhindert hätte werden können. Joost stellte auch diese Tatsache noch einmal in seinem Bericht vor. Er beklagte zudem Abstimmungsschwierigkeiten der Behörden untereinander und forderte die Verantwortlichen zur Umstrukturierung auf. Stunden vor der Vorstellung des Sonderermittlungsberichtes hat der Opferbeauftragte der Bundesregierung Kurt Beck höhere Entschädigung gefordert. Die Entschädigung mit 25.000 Euro beim Todesfall eines Angehörigen trägt bei weitem nicht mehr den Gedanken Rechnung, dass es eine Art Schmerzensgeld sein soll, das beim Regeln der unmittelbaren finanziellen Sorgen helfen soll, sagte der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident der Koblenzer Rheinzeitung. Anderswo in Europa seien die Beträge teils deutlich höher. Er werde einen Vorschlag dazu unterbreiten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gut 7 Monate nach seiner Wahl zu seinem offiziellen Antrittsbesuch in Berlin aufgetreten. Der 61-Jährige hat seinen Amtssitz ohnehin im Schloss Bellevue. 7 Monate nach seiner Wahl kommt Steinmeier nun aber offiziell zum Antrittsbesuch in die Hauptstadt. Zuvor hatte er 7 andere Bundesländer bereits offiziell besucht. Steinmeier trug sich in Berlin unter anderem in das Goldene Buch der Stadt ein, traf alle Senatsmitglieder im Roten Rathaus und schritt mit Berlins regierendem Bürgermeister durch das Brandenburger Tor. Es kam zu kurzzeitigen Straßensperren. Und nun ist es also offiziell. Die Lufthansa und Air Berlin haben am Donnerstag einen Kaufvertrag für große Teile des Unternehmens unterschrieben. 12 Uhr geschah dies bei einem Notar in Berlin. Die Lufthansa will 81 Flugzeuge und damit gut die Hälfte der insolventen Air Berlin übernehmen. Für weitere 20 bis 30 Flugzeuge verhandelt Air Berlin mit EasyJet. Diese Gespräche sind laut Lufthansa aber noch nicht abgeschlossen. Wir werden heute nicht notwendigerweise noch andere Entscheidungen bekommen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr kündigte an, zum Teil auch bei der Langstrecke Lücken zu schließen, die Air Berlin hinterlassen hat. Unterdessen wird die Lufthansa im Betrieb noch mindestens ein halbes Jahr improvisieren müssen. Wir werden das irgendwie hinbekommen, sagte Lufthansa-Chef Spohr weiter. Das werde aber nicht ohne Ruckeleien gehen. Man habe Piloten aus dem Urlaub zurückgeholt und fliege innerhalb Deutschlands auch mit Jumbo-Jets, um alle Passagiere aufnehmen zu können. Tausende Mitarbeiter müssten eingestellt werden, zugleich sei der Übergang der Air Berlin-Flugzeuge beim Luftfahrtbundesamt aufwendig. Ein stabiler Betrieb sei erst in 6 bis 9 Monaten zu erwarten. Für einen Einbruch in das Bürgeramt in Charlottenburg-Wilmersdorf stehen 2 Angeklagte von heute an vor dem Landgericht. Die 33- bis 35-Jährigen sollen vor 6 Monaten mit einem nachgemachten Schlüssel in das Gebäude eingestiegen sein, um die Bezirkskasse zu stehlen. Ein gesondert verfolgter Komplize sei beteiligt gewesen. Weil sie einen stillen Einbruchsalarm ausgelöst hätten, seien sie ohne Beute geflohen. Der 33-Jährige wurde den Angaben der Polizei nach direkt am Tatort festgenommen. Der 35-Jährige sei vor dem Gebäude gefasst worden. Für den Prozess wegen versuchten schweren Bandendiebstahls sind 5 Verhandlungstage vorgesehen. Das NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors hat in diesem Jahr bereits 1 Million Besucher gezählt. Seit 2013 werden nun schon die Millionengrenzen überschritten, teilte das Ausstellungshaus weiter mit. Die Topographie des Terrors startete vor 30 Jahren mit einer Ausstellung zunächst in einem provisorischen Pavillon ihrer Arbeit. Am 6. Mai 2010 wurde das heutige Ausstellungsgebäude an der Wilhelmstraße eröffnet. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel fast sternklar, es bleibt trocken, die Tiefstwerte fallen auf 9 Grad. Der
Freitag startet sonnig, im Tagesverlauf zieht es sich jedoch etwas zu, es fällt jedoch kein Regen und die Höchstwerte klettern auf 16 Grad. Und der Ausblick auf die kommenden Tage? Es wird nochmal richtig schön am Wochenende. Samstag, Sonntag und noch bis Montag können wir uns über viele Sonnenstunden freuen und die Temperaturen schaffen es nochmal über die Grenze von 20 Grad. Also darauf können wir uns wirklich freuen. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.